Ciao a tutti! Heute, Leute, gehen wir in die Aperitivo-Region wieder. Luigi, freust du dich? Es gibt heute Flüssignahrung. Richtig guten Drink. Das kann ich euch sagen. Wir machen heute einen Zynar-Spritz. Es wird richtig gut. Hat wirklich eine Menge vom Aperol-Spritz, dann ist das gleiche Mengenverhältnis, es ist eigentlich der gleiche Drink, bis auf die Garnitur und natürlich die Kernzutat, die da ausgetauscht wird. Also der Zynar ist ein Artischockenlikör, der quasi den Aperol ersetzt. Aus dem bitteren Aperol wird hier so was leicht Süßliches und ich kann euch nur sagen, es ist wirklich ein Drink, der weniger jahreszeitabhängig ist, finde ich, als der Aperol, der halt einfach immer geht und den ihr unbedingt mal ausprobieren solltet. Also ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, sehr ähnlich zum Aperol Spritz. Was haben wir also? Wir haben trockenen Prosecco, wir haben einmal die Kernzutat, die hier unser Zynar ist, und wir haben das Sodawasser. Das Mengenverhältnis ist auch genauso, 3, 2, 1 runter. Von den Mengenanteilen 3 Prosecco, 2 Zynar an dieser Stelle und 1 Sodawasser. Das Ganze auf Eis, Garnitur, diesmal auch so ein paar Oliven. Guck mal hier, Luigi, Castelvetrano Oliven. Das ist so ein bisschen die Region, wo sie her sind. Und das Besondere daran, es wird ja jetzt keinen Sinn machen, einen Drink zu mixen und wir tun halt irgendwie schon eine richtig marinierte oder vollkommen vorgewürzte Olive da rein. Das ist mehr so der pure Olivengeschmack, einfach nur in Salzwasser eingelegt. Und das passt hervorragend zum Drink. Weißt du, Luigi, was ich jetzt mache? Guck mal. Können wir das lesen? Da steht Trapani. Ich war ja auf Sizilien, auch im Stadion bei denen. Da habe ich mir natürlich das Einlaufshirt von denen geholt. Und diese Olive kommt genau aus dieser Region. Ist das nicht ein glücklicher Zufall? Und jetzt geht's aber auch los mit dem Mischen. Was wir da als erstes machen, das ist auch das Gute an dem Getränk, ihr mischt es direkt im Glas. Zwei schöne dicke Kügelchen, die ich hier vorbereitet habe, die in jedes Glas reinkommen. Damit das Ganze nicht sofort überschäumt, also ich habe ja gerade gesagt, der größte Anteil ist der Prosecco. Fangen wir aber so ein bisschen mit dem kohlensäurelosen Getränk an, mit dem Zynar. Verhältnis 3, 2, 1. Ich würde daher auf 6, 4, 2 in Centilitern gehen. Als nächstes der Prosecco. Das wird der größte Anteil pro Glas, also 6 Centiliter. So, machen wir zwei 30er hier, zack. Ich mache das Ganze heute genauer als sonst, also ich mache es eigentlich auch häufig gerne einfach nur nach Augenmaß, muss man auch ehrlicherweise sagen. Viele Barkeeper würden es auch nach Augenmaß machen. Heute hatte ich mal Bock, den Messbecher zu nutzen. Beim Sodawasser mache ich es aber jetzt einfach so. Das ist der kleinste Anteil, der reinkommt. Und was fehlt jetzt noch? Zitrone. Zitrone, beziehungsweise die komplette Garnitur, also die Zitrone und auch die Oliven. Dazu schneiden wir uns jetzt einfach zwei Zitronenräder runter. Eins. Eine pro Glas. Das rühren wir jetzt einmal schon mal um. Und dann kommt der letzte Teil der Garnitur dazu. Und das wären unsere Oliven. Es gibt halt Leute, die machen da auch mehr als eine nur rein. Ich finde halt eine reicht da immer ganz. Da könnt ihr euch so ein Stäbchen dazu holen. Das mit reinmachen. Und schon haben wir zwei richtig leckere Aperitif-Cocktails. Passt natürlich auch hervorragend auch schon zu den Oliven. Ich finde es immer ganz gut, wenn ihr euch noch irgendwie kleine Crostinis, Käse, Schinken, Salami-Platte daneben legt, Leute. Dann habt ihr ein schönes italienisches Feeling. Morgens, mittags, abends ist immer geil. Zu früh morgens vielleicht nicht, aber das Ding lege ich euch wirklich sehr, sehr warm ans Herz. Und ob wir jetzt einen zusammen trinken, Luigi? Der ist für dich. Das muss ich ja auch mal für dich ein bisschen lohnen hier, ne? Salute. Ja. Könnte ich jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit weiter trinken. Aber ich muss eventuell noch arbeiten. Ihr hoffentlich nicht, wenn ihr euch das Ding macht. Viel Spaß damit. Also mischt es, genießt es, lasst unter dem Video vor allen Dingen Daumen nach oben da, kommentiert wieder mit irgendwelchen Rezeptideen, Sachen, die ihr hier gerne erleben wollt, nachkochen wollt, dann vielleicht auch zu Hause, abonniert den Kanal. Vor allen Dingen die Glocke, denn dann verpasst ihr wirklich nichts und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Ciao!